Hallo liebe Zwillinge, herzlich willkommen zu einer neuen Legung. Wir schauen uns heute den September 2022 gemeinsam an und ich habe euch heute folgende Kartendecks schon mal rausgelegt. Wir werden heute für den September mit, ich nenne sie Seelenbotschaften, wir werden uns heute mit der Reise zu dir selbst beschäftigen. Heute im September schauen wir, was möchte deine Seele dir mitteilen, bezugnehmend auf die Reise zu dir selbst. Ist es wichtig, dass man auch sich mit dem inneren Kind, mit der Seelenessenz beschäftigt? Und dafür habe ich hier diese Karten, die Orakelkarten, mir für euch rausgesucht. Ich werde natürlich auch wieder ein Krafttier für euch ziehen. Und wir haben hier zwei verschiedene Tarotkartendecks. Mit dem einen gucken wir, um was es geht, und mit dem anderen, kennt ihr ja schon, werden wir dann eure Situation klären. So, meine Lieben, denkt bitte immer daran, Zeit ist fließend. Ja, also wenn du jetzt dir die Legung anguckst und sagst, damit kann ich so gar nichts anfangen, ja, ist klar, weil es ist dann eine Situation, die noch auf dich zukommen kann. Wenn du in der Legung feststellst, ja, aber irgendwie kann ich mir das nicht so, also ich gehe damit nicht in Resonanz, gut, dann ist es nicht deine Legung. Diese Legung ist für die Zwillinge im Sonnenzeichen haben, Mond, Venus oder Aszendent Zwilling sind, ja, auch nochmal wichtig zu erwähnen. Im Tarot, die Personenkarten, meine Lieben, die sind geschlechterunabhängig. Das sind für mich Energien, das deute ich als Energiebotschaften für euch. Ich danke euch für eure Unterstützung, für alle Abos, für alle Likes und auch für Kommentare. Ich denke mal, viele Zwillinge sind im Moment noch im Urlaub, aber ich freue mich, wenn ihr dann wieder da seid und euch dann wieder meldet, meine Lieben. Wer gerne eine persönliche Legung haben möchte, ja, der schaut bitte gerne mal unten in die Infobox. Die Infobox ist da, wo der kleine graue Pfeil ist, unten in der Ecke. Und da klickt darauf und da stehen alle Informationen, wie ihr mich erreichen könnt, über Ausbildung, über die Kartenlegung, über die Karten, welche ich hier verwendet habe. Das habe ich euch alles unten reingeschrieben, damit ich euch das jetzt nicht alles erzählen muss, weil das nimmt einfach zu viel kostbare Zeit. So, und wir starten los für die Zwillinge. Was möchte deine Seele im September, wo du hinschaust? Wo geht deine Reise zu dir selbst hin? Was gibt es hier für eine Botschaft für die Zwillinge im Kollektiv? Okay. So, die Hauptenergie, meine lieben Zwillinge. Mach eine Pause. Das ist ein Lebenswerk, nicht eine Lektion. Verlass das Hamsterrad. Oh, hier sind einige Zwillinge absolut in einer Funktion. Und hier ist es wichtig, dass du weißt, ja, wir haben hier auch den Mond, die Mondsichel. Also hier geht es auch darum, dass du und die Sterne, die Klarheit, ja, dass du dir darüber im Klaren wirst und ins Gefühl kommst, dass du letztendlich auch mal Pause machen darfst. Der September könnte für einige, deswegen habe ich zum Beispiel im August schon ein bisschen pausiert, ein bisschen die Arbeit runtergeschraubt, ja. Ich weiß nicht, inwiefern einige werden es auch getan haben, weil die Zwillinge sind relativ rar gesät im Moment, habe ich das Gefühl. Das wäre dann sehr, sehr gut. Also hier wird es aber auch nochmal im September eine Situation geben, wo du rauskommst aus deiner Funktion. Ja, wo du darum gebeten wirst, dass du hier ab und zu einfach mal eine Pause machst. Das, was du tust. Ja, und das gilt jetzt auch für die, die schon ihre Lebensaufgabe gefunden haben. Ja, ihr müsst nicht alles auf einmal schaffen, sondern Schritt für Schritt dürft ihr leicht und luftig jede einzelne Station bewältigen, absolvieren. Ja, ihr müsst nicht alles auf einmal machen. Ja,
Guckt mal, hier ist unten eine Frau. Ja, die ist auf Empfang. Sie ist am Nehmen, nicht am Geben. Ja, auch das ist ein Zeichen dafür, dass du, innere Kind, darauf achten darfst, wie es dir geht, was für dich wichtig ist. Also im September, lieber Zwilling, wirst du des Öfteren mal eine Pause einlegen dürfen, damit du in deiner Kraft bleibst, ja? So, wir haben hier den Spiegel. Wer oder was triggert dich? Ja, und das ist genau der Punkt. Hier darfst du dir Gedanken machen, wer oder was dich triggert. Das heißt, schau in den Spiegel, schau hin. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, du musst nicht alles auf einmal schaffen, kann es sein, dass ich dich damit schon trigger. Ja, oder jemand anders sagt, ja, mach das jetzt nicht so, sondern so. Also es ist egal, was hier kommt im September. Hier darfst du wirklich in den Spiegel gucken. Und wenn du Worte, Sätze oder Situationen hörst und hast in deinem Leben, was dich triggert, dann ist das hier der Aufruf, dass du dort bitte mal genauer hinschaust. Ja, lieber Zwilling, was triggert dich hier? Was ist hier, was das Feuer anzünden lässt? Und das ist genau das, wo du, wenn du merkst, du bist hier in einer Sackgasse, dass du dann letztendlich mal eine Pause einlegst und sagst, okay, wenn ich meinen Weg, den ich gehen möchte, jetzt nicht so weitergehen kann, weil es irgendeine Blockade gibt, weil es irgendeine Situation gibt, in der ich nicht weiterkomme, dann mache ich mal eine Pause und dann schaue ich mal genauer hin. Was ist denn hier mein Thema? Okay, ungebunden, loslassen von Seelenmustern, Verträgen und vergangenen Leben. Also wir haben hier eine Situation, lieber Zwilling, im September, wo du deswegen eine Pause einlegen darfst, weil du dich hier im Loslassen üben darfst. Also dieses Gefühl, die Leichtigkeit, ungebunden zu sein. Alte Verträge, alte Seelenmuster, die du hast, dürfen hier losgelassen werden. Ja, Einstellung, Meinung, das darf alles losgelassen werden. Das können Mindset sein aus alten, vorherigen Leben. Das können hier karmische Prozesse sein. Wenn du da Unterstützung brauchst, wäre es wichtig, dass du dich dann auch gerne mal an mich wendest. Wir können das gerne besprechen und ich helfe dir gerne dabei, dein Energiefeld zu reinigen, ja, oder zu klären. Das kann man mit Energiearbeit machen, das kann man mit Coachings machen. Wie gesagt, da hat man verschiedene Möglichkeiten, was du hier tun kannst, okay? So. Seelenfamilie, ruf deinen Stamm herbei. Du musst nicht alles allein tun. Ja, du darfst dich Unterstützung und Hilfe holen. Also an alle Mamis zum Beispiel, die jetzt zu Hause ein mittelständisches Familienunternehmen haben. Der Hund muss Gassi, die Kinder haben Hunger, der Mann kommt nach Hause, die Wohnung ist nicht geputzt. Warum nicht? Ja, weil du nicht alles alleine kannst. Ja, und umgekehrt genauso. Wir dürfen hier lernen, liebe Zwillinge, abzugeben, ja. Also die Hauptaufgaben im September, lieber Zwilling, ich schieb's mal hier ein bisschen höher, dass wir nachher genügend Platz haben, wird sein, dass du hier öfter mal eine Pause einlegst. Du musst hier auch nicht alles alleine schaffen, dass du hier alles, was dir nicht mehr dienlich ist, dass du dich von dem entbindest. Ja, wenn du da Hilfe brauchst, dann bitte suche dir auch die Hilfe, die du brauchst, und dass du dir hier deine Familie ranholst und sagst, Leute, ganz ehrlich, ihr könnt auch mal. Ja, also du darfst hier ins sozusagen Abgeben gehen. Empfangen für dich selber und abgeben. Weißt du, wenn man abgibt oder wenn man loslässt, dann hat man zwei Hände frei. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. So, lieber Zwilling, ich gucke jetzt, was habt ihr für eine Kraft, ihr seid sehr unruhig. Was haben die Zwillinge im September für ein Krafttier? Ja, okay, das ist gut. Meine Lieben, wir haben hier den Seestern, Selbstvertrauen. Der Stern des Meeres erleuchtet deinen Weg. Gehe in dich und richte dich in bedingungsloser Liebe und Hingabe aus.
Und ihr habt gesehen, ich habe alle Karten bis jetzt gemischt. Pause machen. Hingeben. Annehmen. Ja, hier. Annehmen. Hingeben. Der Seestern wird deinen Weg erleuchten, damit du weißt, wohin du gehen musst. Neu ausrichten für das, was auf dich zukommt. Dass du die Kraft und die Stärke hast, die Dinge hier anzugehen, zu spiegeln, ja, zu gucken, was triggert mich denn im September? Was ist hier, was mir nicht dienlich ist, was mich gefühlt festhält? Was habe ich für Glaubensmuster, Gedankenmuster, die mich blockieren? Also wenn du im September nicht vorankommst oder bis dato nicht vorangekommen bist, ist es jetzt die Zeit im September, dass du hier diese alten Muster, das können karmische Prozesse, ja, das können Glaubensmuster, Gedankenmuster, wie ich gesagt habe, sein, und dass die einfach mal analysiert werden, damit du verstehst, warum du hier blockiert bist. Und du darfst deiner Familie hier ein bisschen Arbeit geben. Du darfst dir hier Erleichterung holen. So, wir fragen jetzt mal das Tarot, um was es geht. Zwei der Kelche. Der Teufel. Sieben der Stäbe. Was ist denn los hier im September bei euch Zwillinge? Justice. Der Herrscher. Ja, du bist hier sehr herrschend unterwegs im September. Du bist hier von der Energie her, dass du sagst, wenn der Apfel grün ist, dann ist der grün. Da kann der auch gelb gesprenkelt sein. Das ist in dem Moment dir völlig egal. Du bist hier im September in einem Prozess, wo du lernen darfst, und es ist ein transformativer Prozess, in dem du dich befindest, lieber Zwilling. Du darfst hier Themen, die dich triggern, abarbeiten und anschauen. Du darfst hier Dinge, die dich blockieren, darfst du hinter dir lassen. Du darfst dir Unterstützung holen, und aber du darfst hier auch noch Pause machen. Also zwischen dem Handeln und Tun der Veränderung immer wieder eine Pause einlegen. Ja? Wir haben hier die zwei der Kelche. Die zwei der Kelche sind Gespräche von Herz zu Herz. Ja? Du führst hier mit deinem Gegenüber, wenn du einen hast, oder mit einer Person führst du hier sehr persönliche Gespräche. Ja? Lichtvolle, positive, liebevolle Gespräche. So, das ist das eine. Dann haben wir den Teufel. Der Teufel ist jemand, der entweder eine dritte Person darstellt oder aber auch dein Ego. So nach dem Motto, ich sage jetzt hier was und in dir erflammt der Teufel. So ein Blödsinn, was da erzählt wird. Ja, das triggert mich ohne Ende. Ja, und das ist genau das, was ich damit auslösen möchte oder was die Person, die dir in dein Leben geschickt wird im September, auslösen möchte. Dass du genau die Dinge, die dich blockieren, dass du dir das anschaust. Ja, was darfst du denn hier im September loslassen? Was triggert dich so sehr? Was blockiert dich hier so sehr? Ja, was darfst du hier loslassen? Und das darfst du dir richtig angucken. Oder dir halt die Unterstützung und die Hilfe holen. So, wir haben hier die Sieben der Stäbe. Ja, da fühlt man sich, als wenn man sich ständig rechtfertigen muss. Ja, wir haben hier schon das Ego oder dritte Person und jetzt musst du dich auch noch rechtfertigen. Ja, also das ist hier sehr, also erstmal musst du dich nicht rechtfertigen, aber das ist hier doch relativ konfliktbehaftet. Ja, und wir haben Justice, das ist die Gerechtigkeit. Ja, und am Ende wird alles gut. Ja, es wird hier eine gerechte Lösung für dich geben. Und ich denke, dass diese Energie, die hier im September bei dir ist, die rührt teilweise noch so ein bisschen aus dem August. Ja, das ist klar. Der August ist ja auch sehr anstrengend und auch anstrengend gewesen. Und mit der Herrscherenergie
haben wir auch teilweise eine Energie, wo man wirklich gewisse Dinge nicht versteht. Ja, was sind denn hier Seelenmuster? Was sind denn hier Verträge? Warum haben wir denn hier aus vergangenen Leben noch gewisse Dinge? Ja, warum soll ich die denn jetzt loslassen? Naja, ganz einfach, weil sie dich halt blockieren. Aber das ist so die Herrscherenergie. Ja, das ist so dieses teilweise auch Unverständnis, die du hier lebst. Ja, und das ist aber wichtig, dass du dir die hier wirklich anschaust. Also im September ist die Zeit für dich, dass du dir Hilfe holst und dass du deine Themen hier wirklich abarbeitest, lieber Zwilling. Das ist für dich ganz, ganz wichtig. So, es geht hier bei 2 der Kelche, ja, Gespräche von Herz zu Herz, positive, lichtvolle Gespräche, geht es hier wirklich auch um einen Neuanfang. Du planst hier aufgrund von einer Situation, wo du dich im Leben vielleicht blockiert fühlst oder getriggert fühlst, planst du hier einen Neuanfang, ja. Der Schwerter ist immer ein direkter Neuanfang. Schwertenergie ist aber auch deine Energie, Zwilling, ja. Du bist hier auch eventuell sehr kopflastig. Du möchtest hier gewisse Themen auch wirklich verstehen und im Gespräch möchtest du sie hier auch analysieren und du hast dadurch vielleicht auch durch diese Gespräche, hast du hier dann die Impulse, die zu einem Neuanfang führen können. Ja, so. Dann haben wir hier den Teufel. Was gibt es denn für den Teufel zu sagen bei den Zwillingen? Also hier haben wir wirklich im September räumst du dein Leben auf. Im September löst du gewisse Prozesse, die dich blockieren, Zwilling. Und das ist hier ein Stück weit echt Arbeit. Aber du legst immer ab und zu mal bitte eine Pause ein, damit du in deiner Kraft bleibst. Genau. Und das ist auch genau das. Wer oder was triggert dich im September? Ja, es ist dein Ego, sind es dritte Personen. So, und wir haben hier 4 der Schwerter. Zwilling, 4 der Schwerter ist nicht die Karte. Du kannst, wenn du möchtest, dir das angucken. Du bist im September, bist du, ich will mal fast sagen, gezwungen, dir Themen anzugucken, die du bis jetzt vor dir hergeschoben hast. Es ist jetzt September die Zeit, dass du diese Dinge anschaust, auflöst, dir Hilfe holst und Unterstützung holst, damit du diesen Prozess ablegen kannst. Mit 4 der Schwerter musst du dir diese Situation, die dich triggert, ja, die Menschen, die dich triggern, ja, dein Ego, warum hast du die Einstellung zu gewissen Themen, musst du die hier wirklich angucken. Aber das ist nicht negativ, sondern das ist positiv, weil du alles, was du dann abgearbeitet hast, kannst du dann hinter dir lassen. Das nimmst du dann nicht mehr mit in ein nächstes Leben. Das sind Themen aus vergangenen Leben, Zwilling. Die kommen jetzt hoch. So, wir haben hier die 7 der Stäbe. Ja, das darfst du lernen. Du darfst lernen, Zwilling. Wir haben hier Page der Schwerter. Du darfst lernen hier, dass du dich nicht rechtfertigen musst. Ja, das ist ein Lernprozess. Ja, du bist hier mit den Pagen der Schwerter jemand, der sehr direkt vorgeht. Also du bist hier auf gut Deutsch ein sehr fleißiges Bienchen und du gehst diese ganzen Themen, die hier auf dem Tisch liegen, gehst du auch hervorragend an. Also du wirst definitiv, egal was kommt, bist du fleißig und arbeitest genau diese Themen ab. Und du wirst auch lernen, ja, dass wenn du etwas tust, was andere nicht toll finden, dass du dich aber hier nicht rechtfertigen musst. So, ich schiebe das mal alles ein bisschen weiter runter, meine Lieben. Das gefällt mir nicht so ganz, weil ihr das nicht alles so richtig sehen könnt. Entschuldigt bitte, aber das muss mal sein. Das ist sonst doof. So, meine Lieben. Ja? Ja, es könnt ihr jetzt besser sehen. Also, ihr werdet hier definitiv im September ganz viel ablösen, ganz viel begreifen dürfen, ganz viel hinter euch lassen. Ihr dürft euch auch, wie gesagt, die Frage stellen oder die Fragen stellen, wer oder was triggert mich und warum ist das so? Ja, ich hatte schon in dem Video Bedürftigkeit euch schon gesagt,
dass die W-Fragen sind wichtig. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Es ist wichtig, dass ihr euch fragt, wieso ist das jetzt so? Wieso bin ich jetzt so herrschend unterwegs? Wieso fällt es mir so schwer, die Themen hier zu verstehen? Wieso fühle ich mich oder möchte ich mich ungebunden fühlen? Ja? Ungebunden möchtest du dich deswegen fühlen, weil du letztendlich ein Zwilling bist und ein Luftzeichen bist. Und normalerweise kannst du loslassen. Der Zwilling, der kann in einer Akribie die Themen loslassen, die einem nicht dienlich sind. Das kannst du. Und das ist das, was du dich hier nochmal hinterfragen darfst. Welche Verträge bist du eingegangen? Oder welche Themen hast du aus vergangenen Leben, die du hier loslassen darfst? Ja? Wichtig wird hier werden für dich die Justice, die Gerechtigkeit. Für einige, die werden im September eine Gerichtsverhandlung haben. Für andere, da wird etwas gerichtet, wird etwas zum höchsten Wohle entschieden, gerecht entschieden. Ja, ja. Wir haben hier Justice, wir haben hier drei der Münzen und wir haben hier das Ass der Münzen. Es geht hier um die im Bereich der Gerechtigkeit, um deine Arbeit. Zum Beispiel wirst du für deine Arbeit gerecht bezahlt. Ja? Ich sehe, dass du hier ein Teamplayer bist, aber mit Gerechtigkeit wird hier einiges, ist hier einiges bei dir bis dato nicht in Waage. Das heißt, wenn du zum Beispiel im Team arbeitest und du bist hier derjenige, der am meisten am Schaffen ist, oder diejenige, dann wird sich das relativieren, ja. So, oder du wirst eine zum Beispiel Gehaltserhöhung bekommen, Neuanfang in den Finanzen, ja. Das ist hier ein fundamentaler Neuanfang, wo du hier aufgrund deines Team, deiner Teamarbeit, deines Teamworks, wo du sozusagen gesehen wirst und wo du dann eine Gehaltserhöhung zum Beispiel kriegen könntest. Oder du sagst, nein, ich fange hier einen neuen Job an, wo ich im Bereich eines tollen Teams arbeiten kann. Oder du sagst, du machst dich selbstständig und hast Angestellte, Mitarbeiter. Egal was, es wird hier eine, im Bereich der Berufung, deines Berufs, wird es hier eine Veränderung geben, lieber Zwilling, wo du hier finanziell neu anfängst, ja, wo du hier eine neue Chance bekommst, neue Aufträge bekommst, wo du dich hier im Bereich deiner Arbeit dich weiterentwickeln kannst. So, und wir haben hier die 8 der Stäbe. Das ist eine positive Kommunikation. Nachrichten im positiven Sinne kommen. Ja, das heißt, du wirst hier, wirst du etwas im September Positives an Nachrichten bekommen. Ja, kann zum Beispiel auch sein, wenn du hier in einer Gerichtsverhandlung bist, dass es für dich positiv ausgeht. Ja, oder dass du begriffen hast, was du loslassen darfst und was dich triggert. Also egal, was auch immer du wirst, im September wirst du ganz viele Einflüsse von außen haben. Du wirst aber auch ganz viel Erkenntnis bekommen im September, Zwilling. Ja? Und vergiss bitte nicht, öfter mal eine Pause zu machen. Das darfst du. Ja, du bist kein Workaholic. Denke daran, du hast diesen einen Körper. Geben und Nehmen darf hier im Einklang sein. Das ist ganz wichtig, dass du dich auf dich selbst besinnst. Und gehe bitte ins Selbstvertrauen. Ja? Der Seestern, der schickt dir diese Message, dass du wirklich bei dir selbst sein sollst. Ja? Der September wird der Monat der, wie soll ich sagen, der Arbeit an dir selber sein, Dinge zu verstehen, Unterstützung anzufordern, für dich einzugestehen, auch mal eine Pause zu machen, ja, und wieder in deine Unabhängigkeit zu gehen, indem du dafür sorgst, dass deine Blockaden, lieber Zwilling, im September gehen dürfen. Du musst hier im September wirklich verstehen, um was geht es bei mir, was blockiert mich, was darf ich lernen, und es kommt ein Neuanfang im Bereich der Finanzen. Das kann ich dir schon mal sagen, ja? So, also meine Lieben, ein sehr spannender Monat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich danke euch für eure Unterstützung. Wie gesagt, wenn ihr mehr eintauchen möchtet, könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren. Wenn ihr hier Unterstützung braucht, auch dann bin ich gerne für euch da. Ja, wie gesagt, die Infos, meine Lieben, stehen unten in der Infobox. Und
Vergesst bitte nicht, öfter mal eine Pause zu machen, okay? In diesem Sinne, liebe Zwillinge, ich wünsche euch einen zauberhaften September. Alles, alles Liebe und bis bald. Macht's gut!